Herzlich willkommen beim 4D-Aktiencheck. Hier stelle ich Aktien vor, die im 4D-Asset-Oszillator enthalten sind. Das ist ein Anlagezertifikat, das von Herbst bis Sommer bis in den Juli rein teilweise in Aktien investiert ist, nämlich zu 100% und den Rest, die gefährlichen Monate, ausblendet. Wenn Sie sich dafür interessieren, verlinke ich Ihnen das hier, können Sie was über die Anlagestrategie erfahren. Und in diesem Video stelle ich eine Aktie nach der anderen vor. Das heißt, in diesem Video nur eine, nämlich Siltronic, die in dem Portfolio des Asset Oscillators enthalten ist. Achtung, bitte Disclaimer beachten, es ist keine Anlageberatung, sondern dient zur Information für Anleger des 4D Asset Oscillators bzw. die, die es werden wollen. Wenn Sie in Ihrem Browser www.asset-oscillator.de/portfolio eingeben, dann landen Sie hier auf der Webseite des Asset Oscillators und hier sind auch alle Aktien aufgelistet. Wenn Sie hier mal gucken, also Sie können hier auf Portfolio drücken, wenn Sie einfach auf der Seite sind, dann scrollen Sie runter, dann sehen Sie hier alle Aktienpositionen. Und ich habe das so verlinkt, wenn Sie jetzt hier, heute geht es um Siltronic, wenn Sie hier drauf drücken auf den Namen, dann landen Sie direkt bei Siltronic auf der Homepage. Die wollen natürlich hier Cookies haben, kriegen sie von mir nicht. Und Siltronic stellt Wafer her. Also Wafer braucht man im Computer, in alles, es ist Elektronik sozusagen. Und vor allem diese Wafer, die herstellen, sind so speziell, ist auch die einzige Firma, die das schafft und die braucht man für die Elektromobilität. Das heißt, das ist eine Branche, die Wachstum vor sich hat. Extrem viel Wachstum. Gucken Sie sich die Seite an, was hier für Produkte sind. Ich muss dazu sagen, sie sind in beiden Indizes, MDAX, TecDAX, das heißt ein mittelgroßes Unternehmen. Produkte Silizium Wafer. Also, ja, was Silizium ist, ein Wafer ist, das weiß ich und wie man es herstellt auch ein bisschen. Aber natürlich habe ich da jetzt nicht so viel Ahnung davon. Ich habe mir aber von anderen Fondsmanagern auch sagen lassen, dass hier das ein Alleinstellungsmerkmal ist von diesem Unternehmen und deswegen sehr, sehr viel Wachstum vor sich hat. Gucken Sie sich an. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Das ist ein Tech-Wert oder ein Industriewert, der eine gute Beimischung im Portfolio ist, weil wir haben ja viel erneuerbare Energien und die Elektromobilität ist ja nicht nur das Auto und die Batterie, die gebaut werden muss, sondern braucht auch Wafer für die Steuerung, für die Elektronik. Genau. Gucken Sie sich hier an, was die alles machen. Hohe Innovationskraft und bringt auch einen großen Beitrag dann später eben bei der Elektromobilität für Klimawandel. Ja, wenn wir zurück aufs Portfolio gehen und drücken hier auf die eSIN, dann landen Sie direkt bei OnVista. Wenn Ihnen OnVista nicht gefällt, können Sie hier natürlich die eSIN oder die Wertpapierkennnummer kopieren und in Ihr bevorzugtes Programm geben. Und dann sehen wir gleich, Siltronic Aktie 2,7 Milliarden, das ist ein mittleres Unternehmen. Dividendenrendite 2,78 liegt also über dem Zins einer Staatsanleihe. Das heißt, hier kann man schon vom Dividendentitel reden. Also viele Investoren wollen ja gern Dividende. Und das ist auch ganz gut, weil dann die Kursschwankungen einen nicht so stark stören. Und das ist schon mal ganz gut. Da kriegt man keine Panik, wenn mal die Kurse sinken. Das kommt immer wieder vor. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wenn ich aber weiß, ich kriege meine 2,78% auf die Investition, die ich heute getätigt habe, dann bin ich schon etwas beruhigter. Das gibt mir ja das Gefühl, ich habe zumindest Zins mehr als bei einer Staatsanleihe. Und der Kurs wird auch wieder kommen. Kursgewinnverhältnis von 39, das ist jetzt kein Value-Titel, außer ich betrachte die Dividende als Value. Das ist schon relativ teuer. Und jetzt schauen wir uns mal die Kennzahlen genauer an. Dann sehen wir hier, dass es natürlich absolute Wachstumszahlen sind. 2018 hat sich der Gewinn verdoppelt. Dann ging es ein bisschen runter, 39, 28 runter, aber nach den drei Jahren immer noch 50% plus. Dann kam wieder 57, 54, also in zwei Jahren eine Verdoppelung oder in diesen vier Jahren dann fast verdreifacht. Dann ging es wieder zurück, 54, 64 und jetzt 25 wird wieder eine Verdoppelung des Gewinns und damit werden auch die Kurse sich verdoppeln.
Und dann 26 nochmal. Das sind natürlich Prognosen, da kann noch viel dazwischen kommen, aber das ist schon ordentlich. Und was Sie auch prognostizieren, ist, dass die Dividendenrendite nach oben geht. Die war schon bei 4,4 Euro, Prozent, Entschuldigung, Euro sind hier oben, 3 Euro pro Kurs, 3,278 ging jetzt runter, weil natürlich der Gewinn auch runtergegangen ist. Und jetzt wird gesagt 2,833. Das heißt, ich habe nicht nur jetzt mehr Dividende, als ich Zinsen bekommen würde, sondern das steigert sich auch noch. Abgesehen davon, dass der Kurs natürlich mit den Gewinnen auch nach oben geht. Ja, dann haben wir Buchwert. Das sind ein bisschen ältere Zahlen, jetzt schon fast 2 Jahre alt, von 1,08. Das ist super. Das heißt, dass der Wert des Unternehmens, die ganzen Vermögenswerte, die die haben, also die Wafer, die im Lager sind, die Lagerhallen, vielleicht haben sie auch Immobilien, ich habe jetzt nicht genau reingeguckt, aber der Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,08 sagt aus, wenn ich heute 1.000 Euro investiere, dann habe ich 1.080 € Vermögenswerte gekauft. Und das ist natürlich super. Ja. Das heißt, die Investition, die ich für mein Geld, für meine Anleger, die in dem Asset-Oszillator investiert sind, habe ich Siltronic für die Vermögenswerte gekauft. Da sind noch keine zukünftigen Gewinne, noch keine Zukunftsmusik drin. Das heißt, hier sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Das ist eine Aktie, die würde ich sagen, Dividendentitel plus Wachstum, beides. Und das ist schon mal sehr, sehr schön. Genau, dann haben wir Marktkapitalisierung, haben wir uns angeguckt. Eigenkapital, hier oben haben wir Eigenkapitalquote 55%. Das ist okay, das ist super, das ist schon mal ganz gesund. Da kann man überhaupt nichts sagen. So, über 40 ist ganz gut. Wenn es dann mal Richtung 70, 80, das ist richtig gut, aber 55 ist auch schon ordentlich. Dann die Eigenkapitalrendite 17%. Das ist schön. Und der könnte man auch abgewinnen, dass das Kurspotenzial ist für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ich glaube, ja, das ist deutlich höher, denn wenn die Gewinne tatsächlich sich so entwickeln, dann wird die Eigenkapitalrendite in 23 deutlich höher sein. Die wird dann schon bei 34% sein und so weiter. Also hier haben wir, sage ich mal, eine gesunde Entwicklung von 17% pro Jahr, kann ich mir vorstellen. Und wenn die Gewinne tatsächlich so wachsen, wenn es so läuft, dann noch deutlich mehr. Das nur mal so als Faustregel, als Tipp. Gut, dann schauen wir uns den Chart aber auch mal an, um abzuklären, wie sieht das dann aus. Ich gehe mal hier ein bisschen nach rechts, damit Sie das besser sehen. So, wunderbar. Ja, 3 Jahre, da ist es schon gut gestiegen. Kurs ist bei 90. 5 Jahre. Da war aber auch mal mehr. Ne? Das waren die Jahre mit den hohen Wachstumszahlen. Da ging der Kurs natürlich auf 144. Dann hat man natürlich hier in 22 ging Wachstum zurück. Jetzt geht Wachstum wieder hoch und es zieht langsam hoch. Das ist natürlich durch die Zinsen, ist unter der 200-Tage-Linie. Das heißt, wenn die überschritten wird, werden viele Anleger reinkommen. Im Asset-Oszillator sind wir schon vorher reingegangen. Also das ist eine Aktie mit viel, viel Potenzial. Was wir uns jetzt auch noch angucken ist, wer ist denn noch so investiert? Kennen wir da jemand? Ist das in Ordnung? Und dann sehen wir, Streubesitz, Wacker Chemie hat hier gekauft. Aha. DWS ist dabei, deutsche großer Vermögensverwalter, der größte in Deutschland. Vanguard, ganz großer amerikanischer Investor. Dimensional Funds genauso. BlackRock, der größte mit 2,6 Billionen verwaltetes Vermögen. Lupus Alpha, kleiner Fonds hier. Kenne ich auch tolle Leute. Allianz Global Invest ist investiert, M&G Investment, GLS Bank, ja, also die ganz Grünen hier und nochmal Dimensions sind dabei. Wie Sie sehen, eine Münchner Gesellschaft, deutsches Unternehmen. Passt super gut ins Portfolio rein und der Aktie traue ich zu, dass sie viel Rendite bringt. Und auch jetzt schon so schön brav am Steigen ist. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie beim nächsten Video auch dabei sind. Bis bald, Ihr Thomas Hupp.